Wir leben in einer Welt 1 Grad wärmer, als sie noch unsere Großeltern und Urgroßeltern kannten. 1 Grad, das hört sich nicht nach viel an, nach kaum spürbar. Aber das globale Klimasystem funktioniert anders als das tägliche Wetter. Gab es in der Erdgeschichte nicht schon oft Warm- und Kaltzeiten? Ja, natürlich. Aber wir sollten uns fragen, wie haben sich die Veränderungen des Klimas auf die Lebensbedingungen auf unserem Planeten ausgewirkt? Die bisherigen rapiden Klimaveränderungen der Erdgeschichte hatten sehr unterschiedliche Gründe, aber eines gemeinsam: das Zusammenbrechen der Ökosysteme und ein Massenaussterben der Tier- und Pflanzenarten. Was wir jetzt erleben, die schnelle Erwärmung unserer Erdatmosphäre, das wird verursacht von uns Menschen selbst. Wenn wir weitermachen wie bisher, dann kann es bis Ende dieses Jahrhunderts zu einer Erwärmung von 4 bis 6 Grad kommen. Die letzte große vergleichbare Erwärmung gab es vor ungefähr 15.000 Jahren, als die letzte Eiszeit endete. Damals erwärmte sich das Klima um die 5 Grad in einem Zeitraum von 5.000 Jahren. Der Mensch verursacht dieselbe Erhöhung in nur 200 Jahren. Die Auswirkungen der Klimakrise sind in vielen Regionen der Welt grausame Realität. Und sie treffen besonders Menschen, die in den Ländern des globalen Südens leben. Menschen, die am wenigsten Treibhausgase verursacht und damit am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben. Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, die von Subsistenzwirtschaft und von funktionierenden Ökosystemen direkt abhängig sind. Die Klimakrise verstärkt bereits bestehende Ungerechtigkeit auf der Welt. Und deswegen ist eine progressive Klimapolitik auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Und als Verursacher der Klimakrise hier im Norden ist es unsere Verantwortung, unsere Art zu leben, zu wirtschaften und zu konsumieren radikal zu verändern. Klimaschutz bildet die Grundlage, ohne die wir eine gerechte Welt nicht aufbauen können.